Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab Simulator. Wir sind wieder zurück. Unsere erste Aktion ist erstmal Tomatensuppe. Müssen wir eine Tomatensuppe machen. Geht ganz easy. Ja, der Plan für heute, wir machen Kohle, verkaufen die Produkte, die noch da sind, weil da ist ja noch einiges da. Und machen dann, wenn wir das erledigt haben und die ganzen Sachen verkauft sind, mache ich die neuen Produkte. Ist einiges dazugekommen, es gab auch Updates. Das heißt, es gibt wieder ein bisschen mehr zu gucken. So, Tomatensuppe ist fertig. Können wir einmal hier reinstellen, dann mache ich hier die Hühnersuppe noch warm. Die Leute haben ja sehr viel zur Auswahl, gerade was die ganzen Spieße angeht. Das muss erstmal alles verkauft werden und dann kümmern wir uns um neue Sachen, weil so viel kann ich hier gar nicht zubereiten. So, einmal rein. 200, jawohl. Zurück damit. Und ab auf den Serviertisch. Wenn das ein Tisch ist. So, den Rest machen wir einfach nur warm. Ofa-Kebab. Weil davon haben wir noch ganz viel da. Und dann machen wir heute erstmal ein bisschen Knete. So, Nummer 1 ist der Ofa-Kebab. 99 bei dem einen. So, dann ist das hier der Hähnchenkebab. Hinten Aubergine und hier ist Tomate. Und dann habe ich alles aufgewärmt, alles perfekt zubereitet für die Leute. Und dann geht es ans Kohle verdienen. So, der Hähnchenkebab. Hier oben. Auberginenkebab. Zack. Hey, es war doch fertig. Das eins roh. Hm. Sachen gibt's. Gut, Tomate. Tomatenkebab. Zack. Und ich habe hier gesehen, das Salz ist fast alle. Das kann jetzt alle werden. Deswegen gehe ich immer schnell noch ein neues holen, damit wir was auf Reserve haben. Ich möchte einmal Salz. Ja, damit. Oh, die Leute stehen schon Schlange. Die wollen alle unbedingt meine ganzen Spieße probieren. Tomatenkebab abgeschlossen. Zack. So, jetzt können wir auch den Laden aufmachen. Willkommen, willkommen. Leckere Spieße für jedermann. Verschiedene Sorten. Alles dabei heute. So, währenddessen. Ja, mit meinem Salz. Das sieht man jetzt auch ein bisschen besser. Das heißt, die Leute können sich hier satt essen. Ich gucke so ein bisschen drauf, wie viel noch da ist, um dann nochmal die Sachen warm zu machen. Heute ein bisschen Kohle verdienen. Mm. Weil so langsam, also so viel Platz habe ich jetzt hier auch nicht mehr. Aber der neue Laden kostet halt 50.000. Level up. Und 50.000 ist schon nicht ohne. Magie? Da hat die rüber gebeamt. Der kann zaubern. So, also die machen, kümmern sich jetzt hier um die Gäste. Ich muss mich da nur um den Müll kümmern, wenn die Müll übrig lassen und sauber machen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, erstmal Kohle verdienen, damit wir hier weiter vorankommen. Wie sieht's aus? Hühnersuppe könnte bald gebraucht werden, wenn es noch einer bestellt. Ist Hühnersuppe? Nö. Auberginenkebab. Uferkebab ist auch nur noch einmal da. Tomatensuppe, jawohl. Jawohl, da rollt der Rubel. Nochmal Tomatensuppe. Das heißt, hier muss ich schon mal noch eine Ladung warm machen. Tomatenkebab ist da, jawohl.
So, dieser Printer können wir gleich mal einräumen. So, und 20. Ja, ein bisschen mehr, aber ist nicht so schlimm. So, Tomatensuppe wieder da. Ufer-Kebabs alle. Hühnersuppe ist alle. Ja, jetzt muss man hier ganz schön arbeiten, damit die Leute zufrieden sind. Ja, Ufer-Kebab kommt. So, ist wieder vorrätig, alles wieder da. Hühnersuppe. Oh, da haben wir auch wieder gegönnt. Hühnersuppe. So, Teller muss ich einräumen. Zack. Das kann aus. Ansonsten sollte das für heute reichen. Die Produkte, die noch da sind. So, Dreck weggemacht, Level 24, sehr schön. Liegt irgendwo noch was rum? Nö. Ah, dann haben wir heute gut Geld verdient. 8000 oder so. Bis jetzt. Der Tag ist auch vorbei. Der Opa war wirklich der Letzte. Das heißt, wir können hier abräumen. Aber es ist gut was geworden. Also ich habe kaum was verschwendet. Nur die, ja, die Suppe, aber die ist halt günstig herzustellen. Die ist nicht so schlimm. So, hier irgendwo noch Dreck. Sieht nicht so aus. Räume ich mal die Teller noch ein. Da ist noch ein Teller. So, können wir noch was kaufen vielleicht, was uns mehr Geld bringt? Mittlerer industrieller Getränkeautomat. Noch ein größerer. Komm, der passt doch hier in die Ecke. Auch 10-mal. Ich meine, hier ist alle, das ist auch alle. Die haben ja schon alles alle gemacht, das muss man schon sagen. Die Kohle kommt auf jeden Fall auch durch die Zusatzverkäufe. So, das war's für heute. Ab ins Bett. Oh ja, also wir haben gut Geld eingenommen. Um die 5000. Kann man nicht meckern. So, dann gibt's heute einfach genau das gleiche nochmal. Tomatensuppe noch. Und dann haben wir hier das Größte aufgeteilt. Und aufgebraucht. Okay. So, dass ich dann nichts verschwenden muss. Und darauf kommt es ja an. Wir wollen ja nichts verschwenden. Wir wollen alles noch benutzen, was geht. So, ein Teller für die Tomatensuppe. Noch zwei. Ah, okay. So richtig kriege ich das nie hin. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Kelle oder sowas, aber ich mache es einfach so. Tomatensuppe, Hähnchenkebab. Hähnchenkebab. Auberginenkebab. Hühnersuppe. Wieder so viele Leute heute. Es kommt wirklich drauf an, wie viel man anbietet, wie viele Leute kommen. Wenn du nur 2-3 Gerichte anbietest, dann kommen halt nur 10. Und bei 6 verschiedenen Gerichten kommen dann schon mal 30 Leute. Das ist schon fett. Auberginenkebab drin. Ja, was weiß ich, was ich da vergessen hatte. Das ist schon eine ganze Weile her, wo ich das mal gemacht hatte. So, 20.
Sieht nicht gesund aus. Ja, ist ein bisschen weniger geworden, aber was soll's. Ja, es fehlt ein bisschen was, aber dafür habe ich gerade mal 5% eingebüßt. Das ist voll und ganz in Ordnung. Dafür, dass halt 70 Milliliter weniger drin sind. Tomatenkebab. Zack. Und da ist alles da. Das heißt, ich mache sofort auf. Willkommen, wir haben jeden Tag das Gleiche. Es gibt schon wieder Spieße und Suppe. Aber die Leute scheinen sich zu freuen. Tomatenkebab. Also ich habe noch einen Urfa-Kebab und einen Hähnchenkebab beiseite. Und ansonsten halt die Suppen. Und sonst ist es alle. Mal gucken, wie viel Geld heute wird. Ich habe ja nichts ausgegeben. 75 extra Geld immer. Zusatzverkäufe wegen den Getränken. Das ist schon stark. Leute gönnen sich. Ich werde noch reich. Ich glaube, wenn ich so weiter so gut Geld verdiene, also dann mit neuen Produkten, die ich noch mache, dann muss ich auf jeden Fall mir keine Sorgen machen, dass ich mir bald das 50.000 Kebab-Scheine, Geld, Restaurant kaufen kann. Das Geld wächst und wächst. Level 25, jawohl. Was hast du alle gemacht? Hähnchen. Gut, dass wir die noch haben. Und Tomatensuppe. Tomatensuppe, gar kein Problem. Ja, ich glaube, ich behalte die Suppen auch einfach, wenn ich jetzt neue Produkte mache. Mache ich die Suppen einfach mit. So, machen wir erstmal den Hähnchenkebab drauf. Zack. Tomatensuppe, 20. Jawohl! Oh, Beeilung, Beeilung. Tomatensuppe. Man hat seinen Müll hier hingeschmissen. Zweimal. Ich verstehe nicht, warum die ihr Müll mit ins Restaurant mitnehmen, um das dahin zu schmeißen. Ich habe auch nur noch einmal Ofa-Kebab da und der Rest ist aufgebraucht. Level 26, jawohl. Der hat keine Schuhe an. So, was ist alle? Hähnchensuppe. Es kommt noch an, ob jetzt noch einer bestellt. Dann mache ich sie vielleicht noch warm. Das spawnen immer noch neue. Es kann sein, dass Hähnchensuppe gleich nochmal gebraucht wird. Warum ist jetzt alles gut? Alle wollen Spieße. Tomate ist alle. Tomatensuppe, jawohl. Ist auch die letzte Portion. Urfa-Kebab, sehr gut. Auch die letzte Portion. Komm, nimm was noch da ist. Urfa-Kebab. Na, dann mach ich den jetzt nochmal warm. Hühnersuppe nehme ich einfach die hier. Kann man auch kalt essen, die Hühnersuppe, ist kein Problem. Double Ofa Kebab wollen die. Gut, dann machen wir das halt nochmal warm. Einfach damit ich das dann auch los bin. Und hier den Dreck wegmachen. Zack. Aber da habe ich alle Produkte, die ich noch hatte, perfekt aufgebraucht. Ich muss jetzt nicht noch irgendwas behalten. Also außer die Suppen natürlich, die kann ich jedes Mal machen. Und guck an, das ist auch alle. Kein Dreck da. So, die letzten beiden Kunden. Mensch. 43.000. Der Tag hat sich ja gelohnt. Ich meine, klar, ich muss jetzt neue Produkte wieder kaufen, neue machen. Aber die 50.000 wären jetzt schon fast voll gewesen. Das ist krass. So, alles schick und sauber. Das heißt, Feierabend, ab ins Bett. Und morgen gibt es dann neue Gerichte. Da haben wir heute gut die Reste verwertet, alles weg, gut Geld verdient. Das soll es dann für heute gewesen sein mit dem Kebab-Simulator.
Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Erstmal einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.